Autos. Du hast eine Reparaturwerkstatt oder wirst eine eröffnen, aber wie versichere ich mich eigentlich ganz genau? Hallo und herzlich willkommen, das ist der Christian von easyinsurance.ch. Schön, bist du auch heute wieder dabei. Gefällt dir unser Kanal? Hier oben links abonnieren, dann bist du immer up to date. Rund ums Thema Steuern, Finanzen und Versicherung. So, nun ist es soweit. Du möchtest gerne deine Auto-Reparaturwerkstatt aufmachen oder hast schon eine und fragst dich eigentlich ganz genau, bin ich dann überhaupt gut versichert oder fehlen da noch zwei, drei Sachen? In diesem Video gebe ich dir die wichtigsten Versicherungen an die Hand. So, wichtig, wir sprechen in diesem Video nur, da muss ich schnell spicken, von einer Reparaturwerkstatt, ohne grundsätzlich, dass noch verkauft wird von Autos, respektive Handel betrieben wird. Darum ist das wichtig. Es gibt dann noch ein zweites Video, wo wir das Thema auch speziell abdecken. Fangen wir an. Punkt Nummer 1 oder Versicherung Nummer 1, Geschäftssachversicherung. Heißt im Grundsatz, das Unternehmen besteht aus einer Werkstatt und einem Bürogeräumen. Das heißt, das Inventar muss versichert werden. Vom Büro logischerweise, aber natürlich auch das ganze Werkstattmaterial, sprich Putzmittel, Ersatzmaterial und so weiter und so fort müssen angegeben werden. All die gelagerten Waren, die ihr auch habt, also Ersatzteile beispielsweise, die Maschinenausstattung gehört dazu, Hebebühnen, Lager, Spritzkabinen, das ist im Prinzip alles dabei grundsätzlich. Wir sprechen bei Garagen grundsätzlich von 1 bis 3 Arbeitsplätzen von Inventarsumme zwischen 120.000 bis 150.000, bei Markenvertretungen bis 310.000 Franken bis 380.000 Franken. Und das hat dann eben sehr stark mit dem Umfang der Ausstattungen zu tun, zum Beispiel auch mehrere Lifte. Umso höher wird natürlich der Wert der sogenannten Inventarsumme. Dann Punkt Nummer 2, anvertrautes Dritteigentum fremder Fahrzeugen. Bietest du zum Beispiel als Werkstatt Einlagerungsmöglichkeiten an, wie zum Beispiel die Einlagerung von Winterpneus oder Winterlager für Motorräder, Boote, muss man das in der Sachversicherung natürlich noch zusätzlich versichern, weil das ist ja anvertrautes Dritteigentum, gehört nicht dir im Grundsatz. Hier geht man eigentlich vom maximal bewirtschafteten Lagerbestand aus, entsprechend wird dann das auch als Summe versichert. Versicherung Nummer 3, oder 2 besser gesagt, ist die technische Versicherung. Da geht es darüber, wenn es eine hochwertige, besonders technisch veranlagte Versicherung oder Werkstattausstattung ist, die sehr digital ist, mit allen Anzeigen und auch ein technisches Risiko besteht, könnte man die im Prinzip noch versichern, falls im Kaskofall Fallschäden über anfallen würden. Hier aber technische Versicherung sicherlich ein Punkt, wo das Verhältnis von Preis-Leistung entscheidend ist. Versicherung Nummer 4, respektive Teil Nummer 3, Betriebshaftpflicht. Glaube ich klar, im Grundsatz, das MFG-Gewerbe ist sehr stark an das SVG, Straßenverkehrsgesetz, gebunden, was natürlich einen Einfluss auf die Betriebshaftpflicht hat. Entsprechend muss die normale Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen werden, aber man kann dann noch Zusatzbausteine abschließen, um weitere Deckungen. Die wären beispielsweise Mieterschäden, sprich natürlich bist du nicht Eigentümer der Werkstatt, sondern mietest du das, unbedingt diese Mieterschäden einschließen. Denn wenn du mal Schäden hast, bist du als Mieter dafür verantwortlich, diese zu bezahlen. Hast du den Mieterschein nicht eingeschlossen, zahlst du das selber. Dann die Deckungen gemäß SVG 71. SVG 71 regelt unter anderem die Haftung des Garagisten vor übernommenen Kundenfahrzeug. Das heißt, sobald der Garagist das Kundenfahrzeug für Reparatur, Wartung und Aufbewahren übernimmt, haftet er nur noch für verursachten Schäden durch das Fahrzeug, natürlich, wenn etwas passiert.
Das ist eine Haftpflichtdeckung grundsätzlich nach S24 für alle Firmen, die im MF-Gewerbe obligatorisch zu versichern sind. Das gilt auch für Hilfsbetriebe, zum Beispiel wenn du eine Sattlerei oder eine Spenglerei hast, spezifisch für Fahrzeuge. Also das musst du dann wirklich obligatorisch abschließen, weil das diese Deckung übernimmt, wenn du das Auto vom Kunden übernimmst. Und dann noch Haftpflichtschäden bei an Aufbauten und bearbeitenden Fahrzeugen. Natürlich werden ja dann auch Sachen an bearbeitenden Fahrzeugen übernommen. Entsprechend ist es wichtig, diese Fahrzeuge zu versichert haben, dass bei der Ausführung, sondern auch bei den entstehenden Schäden, Probefahrten und so weiter, beim Abschleppen, Überführungsarbeiten und so weiter, entsprechend das versichert ist. Aufgepasst aber einfach, Kundeneffekten sind limitiert mitversichert. Ja, das ist noch nicht, also immer schön schauen, dass die Kunden das Zeug rausnehmen, weil sonst hast du ein Problem mit der Haftung. Das ist sehr, sehr schwierig grundsätzlich und wichtig. Und natürlich auch Zusatzdeckungen, aufgepasst, dass ihr wirklich das versichert, was in der Werkstatt auch dann bearbeitet und nicht irgendwelche Teile versichert, die keinen Sinn machen grundsätzlich. Wichtig ist aber, meistens sind Sachen wie zum Beispiel, dass Schäden am Flüssigkeitssystem generell ausgeschlossen sind, also wenn das falsche Motorenöl einverleibt wird in das falsche Auto und den Motorenschaden hat, dann ist es zulasten der Garage. Voilà. Im Grundsatz zur Zusammenfassung, der Garagist braucht Haftpflichtdeckung. Grundsatz das Betriebsrisiko, wie angesprochen, er braucht die SVG 71 Deckung für die übernommenen immer kadrierten Kundenfahrzeuge, Schäden an aufgebauten bearbeitenden Fahrzeugen, also Schäden an Kundenfahrzeugen oder selber bei Probefahrten, dann natürlich noch genannte U-Schilder, das sind im Prinzip dann die Garagisten-Schilder, das heißt übernommene, nicht irgendwelche Kundenfahrzeuge, zum Beispiel für Überführungen, warum kann das auch noch erweitern. Plus natürlich die sogenannte Inventarversicherung, die wir genannt haben, die Geschäftssachversicherung, allenfalls eine technische Versicherung. So, nun hoffe ich, konnte ich dir ein bisschen weiterhelfen, spezifisch zu dieser Branche. Hat dir das Video gefallen, bitte teilen, liken, Feedback, würde mich sehr freuen, unten kommentieren. Und wenn du hierzu Fragen hast, dann kontaktiere uns, Online-Versicherung buchen, Termin und dann schauen wir das Thema mit dir an. In diesem Sinne, sei easyinsurance.ch, drive safe, dein Versicherungsguide Christian. Mach's gut!